399 Gold. Na komm, kaufen wir einfach mal alle. Dann haben wir immer noch sehr viel Gold übrig. Bin ich mal spendabel, so viel Gold brauchen wir ja auch nicht. So, das heißt, alles andere können wir verkaufen. So, dann wird es Zeit, die Leute anzuziehen. Erstmal gucken, schildmäßig. Hätte ich doch lieber Ausdauer und Geschicklichkeit, oder? Ja. Gut. Waffentechnisch. Kann ich leider nichts Besseres tragen. Okay. Sie ist die Schützin. Drachenzahn in die Sidehand. Oder muss es da hin? Ich glaube, da muss es hin. So, dann kriegt sie unseren besten Bogen, den wir ihr geben können. Das wird der Adelsbogen hier sein. So. Ja. Ich könnte ja auch einen Drachenbann geben. Aber ich glaube, können wir mal einen Drachenbann. Machen wir mal eine Armbrust. Halt mal. Postwerfer Schädelarmbrust macht Eisschlag. Wo ist der? Arins Zorn, wo ist der? Ist das der Bogen, den wir... Nee. Da ist der giftige Rippenbogen. Den wollten wir ihr geben, genau. So, rüstungsmäßig kriegt sie natürlich... das komplette... Set. Das Elite-Scharfschützen. Und zwei solche. So. Gut, nächster Kandidat. Diese Kandidatin ist die Mentalistin hier. Ja, warum nicht? Schildmäßig. Intelligenz, Weisheit. Ja, ist das wohl am besten. Wobei Intelligenz, Weisheit, Charisma. Ja, lieber so eins.
Fokushaube können wir ja anziehen. Ich glaube, die Fokushaube müssten wir auch haben. Ja, genau, den Fokushelm. Gibt es ein Schild oder einen Ring dazu? Oder eine Waffe. Waffe sehe ich jetzt nicht. Gucken wir mal bei Ringen hinten. Oh, das Altherz kann, glaube ich, gut verwenden. Ja. Aber jetzt zurück zu ihr. Das ist übrigens ein Helm der Meister und nicht der Fokushelm. Das ist der Fokushelm. Aber nee, ich kann nicht erkennen, was noch zu dem Fokusset dazugehört. Egal. Da trägt sie eben nur die beiden Teile. Einen hohen Glaubensring kann sie kriegen. Der Ring der Hexenmeister. Ah, ein Ring der Erzmagier ist besser, so. Jetzt noch zu ihm. Er ist ja ein Hexer. Kriegt wahrscheinlich auch so einen Zeremoniestab. Ne, der kriegt den hier. Schildmäßig gebe ich ihm den hier. Der Westmagier. Ja, ich glaube, mit die Gegenz Weisheit Charisma, ja. Kann er gut tragen, das Ding. Genau, ein Gartenhelm. Habe ich was Besseres. Intelligenz, Charisma und Mana erhöhen. Ja. Und ringmäßig kriegt er auch einen Ring der Gnade. Nee. Ring der Hexenmeister und den... Ja, gib ihm den Sternentanz. Gut. Wir sind ausgerüstet, außer wir könnten dir vielleicht eine bessere Zweihandwaffe oder bessere... Nee, ich glaube, Beinpanzerung können wir dir nichts Besseres geben.
ringmäßig trägst du Meisterring der Diebe und einen Gildenring. Ich könnte dir einen zweiten Gildenring geben. Ja. Bist du nicht mehr ganz so schnell, aber das ist ja egal. Und wegen der Waffe können wir dir da noch was geben. Sumpfstachel. Wäre ich fast schon dazu geneigt. Eisenzahn wäre auch nicht schlecht. Gift Pestilenz, ja, der Sumpfstachel wird es sein. Gut. Damit sind alle ausgerüstet und ich kann verkaufen gehen. Meine Runen sind alle getauscht, ja. Nach Elfenstadt will ich. Dann verkaufen wir jetzt noch schnell alles. Und ja, ich bin wirklich gewillt, noch meine kleine Zwergenstadt einfach der Nostalgie wegen aufzubauen. Ich brauche ja nur 30, 40 Verteidiger. Und meine Helden. So. Ich kann tatsächlich den Feuerkristall verkaufen. Gut. Kann hier alles verkaufen an Runen. Kann die ganzen Zauber verkaufen. So, und dann kann ich anfangen. Ja, egal was es ist, ich kann es verkaufen. Hab jetzt wahrscheinlich auch mittendrin die Schattenklinge verkauft, egal. Und ich klicke gerade etwas zu schnell, merke ich. Ja, Gold ist kein Problem. Gut, die Schattenklinge ist da, ich kann sie nicht verkaufen. Die Armbrust verkaufe ich jetzt einfach mal auch nicht. Naja, die Adelsbögen habe ich jetzt alle verkauft, egal.